Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Marco Rose nach unserem Spiel beim FC Bayern. Marco, bitte dein Statement zum Spiel vorab. Ja, in der Summe natürlich eine sehr, sehr ärgerliche Niederlage, weil wir uns hier heute viel vorgenommen hatten, weil die Jungs auch viel von denen, finde ich, auf den Platz gebracht haben. Wir haben, um es kurz zu machen, zwei zu einfache Gegentore bekommen, hatten sicherlich auch neben dem Tor noch die eine oder andere Möglichkeit selber, ein Tor mehr zu erzielen. Das haben wir nicht gemacht und dementsprechend sind die Bayern am Ende, auch wenn wir hier ein gutes Spiel gemacht haben, sicherlich auch verdienter Sieger. Gut, danke Marco. Und dann bitte Fragen von der Pressetribüne. Wer möchte anfangen? Christian Kunz von dpa. Ich hätte einmal eine Frage, wie es geht. Wie geht es Thuram und Elvedi? Und zum anderen, was kann man trotz des ganzen Ärgers von der doch guten Leistung heute mitnehmen? Ja, Elvedi war es mega schlecht zur Pause. Es ging dann gar nichts mehr, hat da gelegen. Und weiß ich jetzt noch nicht, wie es ihm im Moment geht. Thuram hatte Sprunggelenksprobleme, aber auch da kenne ich jetzt noch keine Diagnose. Die zweite Frage bitte nochmal. Was man aus dem Spiel mitnehmen kann für die nächsten drei Spiele? Ja, also was kann man mitnehmen aus dem Spiel? Punkt eins, dass wir die Dinge heute weitgehend richtig gut umgesetzt haben, die wir uns vorgenommen haben. Punkt zwei, dass es natürlich jetzt in der Rückrunde schon so ein Running Gag ist, dass wir relativ zeitig Spieler verlieren aufgrund von Verletzungen und wir dann immer wieder nachschießen müssen. Jetzt haben wir noch eine Gelbsperre. Natürlich wird es jetzt hinten raus auch irgendwann dann mal eine Kraftfrage. Die Bayern haben das heute nach dem Mittwochspiel herausragend gemacht, aber auch meine Mannschaft hat sehr, sehr viel investiert, hat unter den Bedingungen sehr gut gearbeitet. Jetzt geht es darum, dass wir nach Hause fahren, das Ding abhaken, trotzdem natürlich immer wieder auch selbstkritisch Dinge hinterfragen und jetzt die letzten drei Spiele einfach nochmal alles raushauen, was wir drin haben, personell. Und natürlich jeder Einzelne dann für sich auf dem Platz auch. Nächste Frage bitte. Ich sehe ein Handzeichen, ich weiß aber nicht, wer es ist, ich kann es nicht lesen von hier. Florian Plettenberg. Danke, ja, perfekt. Herr Rose, kurze Frage zu Mika Cuisance, der bekam heute seine Startelf-Chance beim FC Bayern, hat ja Gladbacher Vergangenheit. Wie haben Sie sein Spiel gesehen? Und wie bewerten Sie sein Standing beim FC Bayern? Danke. Ich habe Mika gerade eben noch gesehen und habe ihm gratuliert. Ich freue mich sehr für ihn, dass er hier heute gegen uns dann auch noch, gegen seine alten Jungs, von Anfang an ran durfte. Ich glaube, all das, was ich bis hierhin gesehen habe von Mika, es ist natürlich was Besonderes, beim FC Bayern zu spielen als so junger Spieler. Er hat sich reingehauen, er hat versucht, seine Aufgaben zu erfüllen. Er war fleißig, er ist viel gelaufen. Ich denke, ein ordentliches Startelf-Debüt. Und zu seinem Standing hier beim FC Bayern kann ich nichts sagen, weil ich bin nicht jeden Tag hier. Das müssen Sie Verantwortliche beim FC Bayern fragen. Ich wünsche dem Jungen alles Gute und hoffe, dass er gesund bleibt und eine gute Karriere hinlegt. Dann habe ich noch einen Finger gesehen von Heiko Niederer von der Bild. Stimmt? Hallo, ja. Hi, bitte. Hallo Herr Rose. Zwei Fragen von den Gladbacher Kollegen. Zum einen, Real Embolo eingewechselt und wieder ausgewechselt, war er irgendwie angeschlagen oder was waren die Gründe? Und zweite Frage, gehen Sie davon aus, dass Sie jetzt auf jeden Fall drei Siege brauchen aus den letzten drei Spielen? Also zur ersten Frage, es wurde ja viel drüber diskutiert oder geredet vorher, wer bei Bayern München fehlt. Also bei uns fehlt auch der eine oder andere. Und Brill hat es bis zum Spiel gerade noch so geschafft, gesund zu werden. Hat dafür, glaube ich, sogar nochmal ärztliche Behandlung auch in Kauf genommen. Das bedeutet, hat sich auch spritzen lassen. Und dafür hatte, das muss ich ehrlich sagen, drei Wochen kein Mannschaftstraining, zwei Tage jetzt mit ein bisschen dabei gewesen, hat das hervorragend gemacht, hat alles rausgehauen, aber irgendwann waren dann auch bei ihm mal, er kam nach 10 Minuten rein, die Körner alle und wir haben dann nochmal die Grundordnung auch gewechselt, um irgendwie nochmal was nach vorne zu machen, ein bisschen Schwung reinzukriegen, auf Dreierkette umgestellt, ihn entlastet, Lars vorne rein,
Brill war sehr gut. Und zur zweiten Frage, ja, man kann davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall noch eine Menge Punkte brauchen. Im Optimalfall 9. Also man kann davon ausgehen, dass die Mannschaften dort vorne, Leipzig dreifach gepunktet, Dortmund heute, ja, die sind eh schon weg wahrscheinlich. Leverkusen spielt morgen auf Schalke, werden wir uns anschauen. Also die Luft wird dünner für unser großes Ziel, also müssen wir punkten.